Hallo ihr Lieben, hier ist Betty von den bunten Zwergdackeln und ich möchte heute mal ein Video zum Thema Hundeernährung mit Schwerpunkt Balf machen. So, für alle die mich noch nicht kennen, also wie gesagt, ich bin Betty von den bunten Zwergdackeln, wie man hier so sieht. Wir haben eine kleine Zucht für amerikanische Zwergdackel. Außerdem habe ich vor Jahren eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker gemacht, zu der natürlich auch die Ernährung des Hundes gehört. Und beschäftige mich schon lange mit der Ernährung der Hunde. Ich habe schon seit 30 Jahren Hunde und meinen ersten Hund habe ich noch mit Pedigripal ernährt. Und dass das eine Katastrophe ist, ja, das weiß ich heute auch. Ein Glück, wird man irgendwann mal schlauer oder sollte schlauer werden. Oder ich bin schlauer geworden, sagen wir es mal so. Im Herzen bin ich BAFA. Ihr wisst, was das ist. Das heißt biologisch artgerechte Rohfütterung, Rohfleischfütterung. Aber da ich manchmal auch nicht so viel Zeit habe, wie ihr eben auch, suche ich immer wieder nach Alternativen, wie ich mir eine Fütterung erleichtern kann, die trotzdem artgerecht und natürlich ist. Ich habe eine lange Zeit das luftgetrocknete, Franz, jetzt gehst du hier mal runter, nicht hier rumeiern, das sogenannte luftgetrocknete Futter von Fresco gefüttert, was längst nicht so eine gute Akzeptanz hatte und auch nicht so gute Verträglichkeit. Und dann ist es auch noch so gewesen, dass ich irgendwann erfahren habe, dass mit falschen Tatsachen geworben wurde, sodass ich mich dann selber umgeschaut habe im Internet. Das mache ich eigentlich immer so. Wenn ich dann irgendwas suche, setze mich hin und recherchiere und warte nicht, bis irgendwer, der zu mir kommt und mir was serviert, was dann eigentlich, hörst du jetzt mal auf, sowieso nicht dem entspricht, was ich eigentlich möchte. Und so ist es dann auch gewesen, dass ich dann zu der Firma Balf kam. Balf steht für biologisch artgerecht. Artgerechtes, luftgetrocknetes Fleisch. Alles zusammengesetzt, zusammengestellt auf dem BARF-Prinzip. Also kommt mir das natürlich sehr gelegen, weil das dem, was ich mache, also dem BARFen, sehr nahe ist, bloß dass das luftgetrocknet ist. Und luftgetrocknet heißt hier getrocknet bei ganz niedrigen Temperaturen durch solare Abluft. Das, so dass weitestgehend alle Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. 100% geht hier natürlich auch nicht, aber es ist schon enorm, was dieses Futter wirklich alles enthält und gibt. So. Ja, und daraus, aus dieser Recherchiergeschichte, ist mittlerweile eine super, super tolle Kooperation geworden. Die Tanja von Balf ist auch selbst Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Also haben wir da, ich sag mal so, sind wir da auf einer Welle und das ist natürlich eine super Geschichte. Dann ist es eine kleine Manufaktur, die alles per Hand macht. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Ihr findet keine Firma, die Hundefutter herstellt, in der ihr so viele Sachen individuell für euren Hund, auf euren Hund abgestimmt anfertigen lassen könnt. Ja, ihr merkt schon, ne? Hier, die geiert schon. Tugger die Lütte. So, also egal, was eure Hunde haben, ob es Diabetes ist, ob es Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sind, ob es eine chronische Niereninsuffizienz ist, ob es ein kastrierter Hund ist, der zu dick ist, der einen geringeren Fleischanteil haben muss, Senioren, also oder Epilepsie. Ihr könnt wirklich für jeden Hund auf seinen Bedarf hin ein Futter dort anfertigen lassen. Also das findet ihr bei keiner anderen Firma. Ich habe noch keine andere kennengelernt. Und ich bin viel im Netz unterwegs und recherchiere und mache und tue und höre auch viele. Wir betreiben ja auch noch das Haustierradio und haben dann dadurch natürlich sowieso viel Kontakt zu Futtermittelfirmen oder überhaupt Firmen im Haustierbereich. So, ja. Also bei mir ist es dann jetzt so, oder bei uns ist es so, dass wir morgens balfen und abends barfen. Das nimmt mir natürlich schon mal viel Arbeit ab. Aber trotzdem
habe ich ein gutes Gefühl und habe eine artgerechte Ernährung und meine Hunde sind mit allem gut versorgt. Und wir haben schon eine große Tiefkühltruhe. Es ist ja für viele gar nicht möglich zu barfen, weil in deren Küchen, wir haben auch nur so eine winzige Küche, aber wir haben noch einen Keller, kaum so ein riesen Gefrierschrank reinpasst. Da geht ja gerade mal der Kühlschrank rein mit einem Mini-Eisfach. Ja, da brauchst du nicht barfen. Es sei denn, du hast einen Barfshop in der Nähe, da musst du dann irgendwie auch alle 2 Tage dann hinrennen und dir dann dein Barf holen. So. Und ich kann es auch nur allen Züchtern ans Herz legen, liebe Leute, ernährt eure Hunde vernünftig. Es ist ja nicht nur wichtig, überhaupt ein Haustier vernünftig zu ernähren, aber in der Zucht ist es ja noch so wichtig, noch viel wichtiger, weil es praktisch sich negativ auf die Zuchttiere auswirkt, wenn die nicht vernünftig ernährt werden und somit auch auf deren Nachkommen. So. Und jetzt erkläre ich das mal ein bisschen. Also ich erkläre jetzt hier nicht das Barfen, sondern die Handhabung von Balf, weil ich viele Nachfragen schon bekommen habe oder immer wieder Fragen zu diesem Thema bekommen. Es ist ganz einfach. Ich habe zum Beispiel 4 verschiedene Sorten Balf. Es ist immer super, super wichtig, einen Hund abwechslungsreich zu ernähren, damit er nicht Futter, Mittelunverträglichkeiten oder Allergien entwickelt. Das heißt, ich brauche verschiedene Proteinquellen, verschiedene Fleischsorten. Ich wechsle morgens jeden Morgen ab. Ich habe zum Beispiel das Balffutter Schwein mit Kräuter, Lamm mit Obst und Gemüse, Fisch, Ente, Obst und Gemüse und Rind. Entweder mit Obst und Gemüse oder auch mit Kräutern. Und dazwischen wechsle ich jeden Morgen ab. Sie fressen alle 4 Sorten, es gibt noch mehr, muss ich dazu sagen, von Balf. Super gut, ich habe eine riesen Akzeptanz, habe ich bei keinem anderen Futter gehabt. Ich habe keine Durchfälle. Das, was hinten rauskommt, ist auch völlig in Ordnung. Und es schmeckt, sie sehen gut aus und es sind wirklich richtig gute Sachen drin. Es ist zusammengestellt, wie gesagt, auf dem Barf-Prinzip, das kennt ihr ja. 80% Fleischanteil, 20% Obst, Gemüse, Kräuter und so und Co. Eine Kalziumquelle ist überall drin. Mein Hund hat also ein vernünftiges Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Und jetzt muss ich mal gucken. Also Kalziumquelle in Form von Knochen, Eierschalenpulver oder Algenkalk. Alles, was das Herz begehrt, jedes ist ein bisschen anders zusammengesetzt. Man hat einen Muskelfleischanteil, man hat Innereien drin, man hat Pansen drin und so weiter und so fort. So, man beginnt beim Balfen immer mit einer Sorte. Wir sagen, Balf sagt, beginnt mit Rindkräuter. Wenn euer Hund aber schon nachweislich eine Rindfleischunverträglichkeit hat oder auch eine Kräuterunverträglichkeit, würde ich diese Sorte wahrscheinlich nicht nehmen. Dann kann man ja mit Rind, Obst und Gemüse anfangen oder man nimmt sich was anderes. Ne, wenn es dann ganz heftige Probleme gibt und da auf Obst und Gemüse reagiert wird, gibt es auch die Möglichkeit, jetzt wollen wir das hier mal wieder hinstellen, die Fleischsorten pur zu bestellen. Es gibt 3 verschiedene. Lamm, Rind und Pferd. Die gibt es pur, da ist jetzt erstmal gar nichts drin. Wenn ich jetzt nicht weiß oder mal weiß, mein Hund reagiert auf vieles, dann mache ich es so, dann nehme ich mir das Trockenfleisch. Kalzium ist hier aber auch schon drin, durch Knochen und Innereien sind hier auch drin. So, und dann setze ich dem Gemüse, Obst und Zusätze hinzu, von denen ich weiß, die bleibt jetzt unten, von denen ich weiß, dass mein Hund sie verträgt. So machen wir es jetzt nämlich bei der Kleinen. Bei Welpen ist es ja so, dass die am Anfang noch in dem Bereich sind, eine orale Toleranz zu entwickeln. Das heißt, ich darf einem Welpen kein Futter füttern, was zu viele Nährstoffe auf einmal hat oder zu viele verschiedene Zusätze, Zutaten. Das schafft das Immunsystem, das schafft der Körper nicht. Ein Welpe muss nach und nach neue Sachen über mehrere Tage dazu bekommen, damit der Körper es toleriert. Das heißt orale Toleranz. Und wir haben bei ihr jetzt begonnen mit dem Trockenfleisch. Und dort setze ich halt Gemüse jetzt selber zu. Und
was ich eben noch so brauche. Und das mache ich nach und nach und langsam. Und so kann man das mit den Allergikern eben auch machen. Nicht wahr? So. Dann sollte ich zu jeder Balf-Mahlzeit ein Öl zugeben, weil durch Öle werden die Nährstoffe und Vitamine erst richtig aufgeschlossen, sodass der Körper es vernünftig aufnehmen kann. Ihr müsst das ja jetzt nicht so machen wie ich, aber ich gebe jetzt halt einfach nur Tipps, was man machen kann. Die Öle, wichtigsten Öle für den Hund sind Dorschlebertran für die Vitamin D3-Aufnahme und D3-Synthese. Ein Hund kann kaum Vitamin D3 selber bilden, so wie wir über Sonnenlicht und über die Haut, weil er Fell hat. Da ist nicht viel. Also Dorschlebertran ist schon mal ein Muss. Das Lachsöl, also ein Fischöl für die Omega-Fettsäuren, ist das Wichtigste für den Hund. Und dann gibt es eben noch so Öle wie zum Beispiel Hanföl, Kokosöl, was sehr wichtig ist. Man kann die natürlich auch einzeln geben. Aber Öle kippen immer schnell um und ich denke mir dann immer, naja, ich nehme lieber meine 3 Flaschen hier als 6 und dann bestelle ich mir eher lieber wieder eine neue. Wichtig ist auch, die Öle im Kühlschrank aufzubewahren. Das ist bei Leinenöl auch ganz extrem. Das weiß kaum einer. Alle Leinenöle, die ganz normal in den Geschäften stehen, die kannst du eigentlich vergessen. Leinenöl ist so empfindlich, dass es eigentlich immer gekühlt werden muss. So, also, ich mache es so. In der Morgensfütterung bei Balf gibt es dann jeden Morgen Hanfkokosöl. Da ich abends barfe, gibt es dann eins von den anderen beiden Ölen, die ich verwende. Zum Beispiel den Glanzstoff. Diese Produkte gibt es jetzt fast alle bei Balf. Es sei denn, ich sage euch was anderes, wo die herkommen. Ich habe nämlich noch 2 Produkte dabei, die nicht von Balf sind. Leider. Ja, also der Glanzstoff enthält schon ein Fischöl, was ich denke, dass es ein Lachsöl sein wird, ein Dorschlebertran und ein gepresstes Hanföl. So, das gebe ich dann entweder das abends 4-mal die Woche für den Dorschlebertran oder ich gebe das Barfers Omega-369-Öl. Das enthält Fischöl und Borage-Öl und hat noch Vitamin E. So, zwischen denen wechsle ich dann abends ab. Und was ich noch mache: jede Barf-Mahlzeit muss Fett enthalten, und zwar 0,3%. Also das muss man jetzt nicht päpstlicher nehmen als der Papst. Ne? Aber ein Hund entwickelt oder, kann man sagen, bekommt seine Energie aus Fett und nicht aus Kohlenhydraten. Das kann man, also die meisten Barfer machen das mit gefrorenem Fett. Das ist aber wirklich ätzend zu portionieren. Habe ich auch schon alles ausprobiert. Und dann haben wir wieder die Problematik mit dem Tiefkühler. Ich habe eine andere schöne Variante gefunden. Dort, wo ich mein Bürofleisch bestelle von der Firma Haustierkost. Die haben ein schönes Schafsfett, was mit Hanföl angereichert ist, was man super gut dosieren kann. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und Schafsfett ist ja auch noch besonders wertvoll. Muss man dazu ja auch mal sagen. Ne? So viel dazu. Dann habe ich von einigen gehört, dass das Balf nicht immer so akzeptiert wird. Es gibt die Möglichkeit, das Balf wird mit Wasser angesetzt, dann quillt es etwas auf, weil durch die Lufttrocknung wird ihm ja die komplette Feuchtigkeit entzogen, dem Fleisch und dem Gemüse und dem Obst. So, dann gibt es die Möglichkeit, dem Hund das noch schmackhafter zu machen, indem man selber eine Hühnerbrühe kocht und. Wenn man jetzt nicht so gerade Lust zum Kochen hat, hat die Firma mit Per Naturam seit neuesten fertige Knochenbrühen verschiedener Sorten. Ich habe jetzt hier mal 2, einmal Bison, einmal Lamm. Es gibt aber noch mehrere in der Dose, die kann man so direkt aus der Dose geben oder auch etwas erwärmen, wie man das gerne hätte. Ne? Die könnt ihr gerne dazugeben, das erleichtert euch auch einen Arbeitsvorgang. So, ich stehe ja nicht auf Aludosen, zwecks Aluminium. Aber diese Dosen sind innen beschichtet, sodass von dem Aluminium, woraus die Dose besteht, nichts in die Brühe übergeht. So, schon mal Daumen hoch. Das ist auch eine Geschichte bei Balf, dass es unglaublich wenig Müll enthält. Ne? Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Hier so eine Papiertüte, was natürlich aber nicht ganz anders geht, dass man hier so ein Plastiktütchen hat. Also man hat kaum Müll. Sehr schön. So, das haben wir. Dann ist das so,
Wie gesagt, man beginnt bei Balf mit einer Futtersorte. Man gibt sie gerne über 4 Wochen, um zu gucken, ob der Hund das dann alles verträgt. Wenn das so ist, dann nimmt man eine zweite Sorte dazu. Dann verfährt man wieder so. Und wenn das dann auch klappt, dann nimmt man noch eine dritte Sorte hinzu. Damit man, und dann immer eine schöne Rotation zwischen den Futtersorten, damit ich eine gute Nährstoffversorgung habe für den Hund. So, so machen wir das. Und dann kann man, um diese ganze Geschichte noch aufzuwerten und ein bisschen Abwechslung reinzubringen, einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Eigelb unter das Futter mischen. Also hört ein Eigelb, ein rohes, nur ein rohes Eigelb, nicht das Eiweiß. Eiweiß ist in roher Form giftig für den Hund, das Eigelb nicht. Wenn ich jetzt aber ein Rührei mache in der Pfanne oder das Ei koche, dann ist das Eiweiß okay. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln, das würde jetzt mir zu lange dauern, das alles zu erklären. So, dann könnt ihr gerne auch vielleicht ein-, zweimal die Woche ein bisschen Hüttenkäse, ein bisschen Naturjoghurt oder Naturquark unterrühren. Da heißt, ich rede von ein bisschen, ein Teelöffel, ein Esslöffel. Je nachdem, wie groß der Hund ist. Nicht jetzt eine 200-Gramm-Packung oder irgendwas, und das sollte auch man auch nicht jeden Tag machen, weil Milchprodukte auch nicht übermäßig gefüttert werden sollten. Hier geht es um mal eins. Ihr könnt auch das Ballfutter mit frischem Obst und Gemüse aufpimpen. Ihr könnt gemahlene Kürbiskerne, gemahlene Sonnenblumenkerne, gemahlene Zedernüsse, gleich Pinienkerne, was haben wir da noch im Angebot? Paranüsse, so ein bisschen was einfach, aber das muss halt gemahlen sein, mit untermischen. Beim Obst und Gemüse immer daran denken, am besten in pürierter Form wie ein Smoothie oder so ganz, ganz, ganz klein geraspelt. Möhren kann man auch größer raspeln, man kann sie untermischen, dann sind sie wurmtreibend, genauso wie Kokosraspeln. Und Kokosöl ist ein unglaublich gutes, natürliches Wurmmittel, Entwurmungsmittel, nicht Wurmmittel. Es soll ja keine Würmer bringen, sondern austreiben. Also das ist super genial. Man kann auf die chemischen Keulen wirklich verzichten. So, jetzt haben wir es. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So viel zum Thema Balf. So, und dann ist es natürlich so, wenn ihr da euer Futter bestellt, könnt ihr da auch wunderbar leckere Kauartikel bestellen, und die sind wirklich toll. Also ich fand es schon immer eklig, wenn ich in diese Tiergeschäfte gehe, wo diese ganzen Kauartikel immer offen rumliegen. Irgendwie eklig, oder? Dann haben die schon so einen Speckglanz, dann fässt man da an, es ist alles irgendwie schmierig, kleine Insekten krabbeln da drin rum, alles ist offen, jeder fässt da an, man kann da mit seinen Hunden durchlatschen, die lecken dann nochmal dran, ist irgendwie auch nicht hygienisch. Nicht so sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss sagen, diese leckeren Kauartikel, man merkt den Unterschied schon allein, wenn man das anfasst. Man hat keine speckigen Finger, es ist total angenehm. Ja, ich weiß auch nicht, es riecht auch angenehm, auch selbst Pansen. Ich meine, Pansen hat einen enormen Eigengeruch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie stinkt oder eklig ist. Ja, und ihr seht schon hier, ne, die Hunde reißen sich drum. Also ich bin jetzt mal nicht so, ne? Jetzt gibt es mal hier nochmal einen Lungenchip. Das kann auch jeder kriegen. Auch diejenigen, die ein bisschen dicker sind, das muss man auch nicht unbedingt in die Ration einrechnen. Das hat nicht viel, ganz viel Kalorien. Das ist wirklich eine, ich sag mal so, Leitsache. Diätkeks, würde man sagen. So. Und diese Sachen könnt ihr mitbestellen, so tolle Hühnerflügelchen, auch nicht fett, die sind auch sehr, sehr mager, netter Kausnack, Pansen entfettet, ja, das ist mein Käfer, hast du dich verschluckt, gierig, so, kleine Trainingssnacks, eine Runde gebe ich noch, aber nur wenn ihr so nicht so gierig seid, also wirklich eine tolle Qualität, die kann man eben auch schön zum Training nehmen. Franz, Rosi, aber nicht meine Finger abbeißen. Otto, Hansi, so, und jetzt noch ein für die kleine Husche. Guck mal, hier ist noch ein kleiner, mein Schatz, guck mal. Schön vorsichtig.
Ne? Also man bekommt da wirklich alles, was das Herz begehrt. Die Chips hatten wir schon. Und dann haben wir auch nochmal Blättermagen. Den gebe ich lieber im Garten, der bröselt ein bisschen. Ne? Aber eben auch alles, was man möchte. So, also jetzt wisst ihr, was wir füttern, wie wir füttern. Abends barfen wir, das habt ihr schon mal öfter gehört. Das soll jetzt kein Barf-Video werden. Ich wollte nur noch mal so auf einige Fragen, die immer kommen, beim Balfen eingehen. Als kleines Schmankerl im Anhang findet ihr einen Gutscheincode, wer jetzt von euch Balf bestellen möchte, mit 5% Rabatt. Falls noch Fragen sind, beantworte ich die natürlich auch gerne. Es gibt bei Balf auch eine Ernährungsgruppe von Balf Tiernahrung, wo jeder rein kann, der Balfer werden möchte oder auch schon Balfer ist und dort beraten wird. Bei Facebook. Bei Facebook natürlich. Ja, das muss man dazu ja immer sagen. So, das war's von mir. Alles Liebe, eure Betty und die bunten Zwergdackel. Ich habe noch was vergessen. Ich habe jetzt so viel gequatscht und gelabert, aber es kann halt passieren. Was noch wirklich wichtig ist bei der Balffütterung, regelmäßig 3 bis 4 Mal die Woche eine Fütterung vom Blut. So, das ist auch eine ganz schön schmierige Angelegenheit. Ich habe das auch in Form von tiefgekühltem Blut gemacht, entweder so in Pellets oder in Flaschen. Und die Akzeptanz ist auch nicht wirklich so grandios. Die Konsistenz ist nicht so der Traum, aber es ist schon wichtig für Hunde. Es ist im ausgebluteten Fleisch, so wie wir es jetzt kennen und bekommen, auch beim Barfen nur noch in Spuren enthalten. Und Blut enthält unglaublich viele wichtige Vitamine und Nährstoffe, die das Fleisch eben nicht mehr hat. Und das könnt ihr, indem ihr das, also das könnt ihr tun oder füttern, indem ihr das als Blutgranulat füttert. Ich hatte auch schon mal Pulver, aber das hat dann immer so gestaubt. Das fand ich auch nicht so sexy. Und dieses Granulat ist wirklich ganz, ganz einfach zu handhaben. So, hier nochmal der Nachtrag. Toulouse!